Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich darf mich in der Tat zunächst der Kollegin Hammelrath anschließen. Und wir haben jetzt hier in dem Haushalt ein bisschen so ein Auf und Ab. Am Anfang im Bereich der Kultur war es ja schon eine große Zustimmung insgesamt zu der Linie. Jetzt sind wir bei der Sache der Weiterbildung. Auch Herrn Stamm kann ich fröhlich angucken in der Frage, aber besonders die Ministerin, auch den parlamentarischen Staatssekretär. Ich freue mich, dass tatsächlich die Linie hier weitergeführt wird, dass wir gemeinsam, fraktionsübergreifend, die Kultur der Gemeinsamkeit in Sachen Weiterbildung weitertragen. Und insofern ist es richtig, dass hier der Minister Stamm auch fröhlich guckt, weil die Weiterbildung war maßgeblich dabei beteiligt und ist es, die Integrationsaufgaben in diesem Land zu meistern. Die haben angepackt, als die Aufgaben gekommen sind. Und deswegen ist es gut und richtig, dass sie weiter gestärkt werden. Frau Hammelrath hat schon darauf hingewiesen, wir haben den Konsolidierungsbeitrag gesenkt. Und es ist gut und es ist richtig und es ist begrüßungswert. Wir stimmen dem zu, dass das jetzt auch konsequent so fortgeführt wird. Und deswegen freue ich mich in der Tat, dass auch ein ausgewiesener Experte der Weiterbildung jetzt als parlamentarischer Staatssekretär mit Klaus Kaiser diese Aufgabe auch verantwortlich in der Koordination hat und dass diese gemeinsame so weitergeführt wird. Und es ist einfach wichtig, dass wir der Weiterbildung in ähnlicher Weise auch kooperativ zur Seite stehen. Wir haben ja schon Gespräche mit dem Gesprächskreis der Weiterbildung gehabt und die Idee, eine Landesstrategie zu entwickeln für die Weiterbildung, findet unsere ausdrückliche Zustimmung. Es sind schon Teilstrategien zum Thema Digitalisierung vorgelegt worden. Aber die wesentlichen Punkte, die der Weiterbildung wichtig sind, die will ich auch noch mal nennen und unterstreichen, weil es ganz zentral um Teilhabe und soziale Gerechtigkeit geht. Und wir müssen uns über neue Formate, über die Zielgruppen unterhalten, über die Frage der Anerkennungsfähigkeit in der Finanzierung, auch der Beratung innerhalb der Weiterbildung. Und das haben wir uns vorgenommen, das gemeinsam zu tun. Und das finde ich gut und richtig und will das hier einfach noch mal unterstützen, dass wir zu einer neuen Finanzierung kommen müssen. Auch, dass die Supportstelle im Landesinstitut in Soest weiter ausgebaut worden ist, dass sie bestehen bleibt, dass dort ein Ankerpunkt ist, kann ich wirklich nur begrüßen. Und von daher freue ich mich da auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit in diesem Sinne. Und ein Punkt, den sollten wir uns gemeinsam dann auch noch vornehmen, das ist die Frage der Honorare in der Weiterbildung. Das hat in der Tat unterschiedliche Stränge, aber das ist ein großes Frustelement bei vielen, diejenigen, die in unterschiedlichen Kursen ihre Arbeit in gleicher Art und Weise dort machen. Und wir wissen alle um die Not im Augenblick, um die Frage von Sozialversicherungsrecht, um die Fragen der Honorarperspektiven insgesamt. Da sind wir als Politik auch gefordert, die Weiterbildung zu stärken. Das werden wir hier gemeinsam tun, da bin ich mir sehr sicher. Deswegen stimmen wir diesem Teilaspekt des Haushaltes auch ganz klar zu und freuen uns auf die weiteren Beratungen, um das Konzept weiterzuentwickeln. Vielen Dank für die Bereitschaft zur Kooperation. Applaus